Das ging hier zu schnell, ne? Wir danken fürs Unken. Vielen Dank. Verehrtes Präsidium, meine Damen, meine Herren, also Kollegin Rüffer, ich weiß, vor mehr als einem Jahr, da haben Sie im Ausschuss auch davor gewarnt, es gebe starke politische Kräfte, nicht nur im Bund, auch in den Ländern, die verhindern wollen, dass das Bundesteilhabegesetz überhaupt parlamentarisch beraten wird. Ich kann Ihnen heute sagen, es gibt starke politische Kräfte, auch hier im Bund, die dafür gesorgt haben, dass dieses Bundesteilhabegesetz heute beraten und beschlossen wird. Und das zeigt, dass wir das, was wir miteinander vereinbart haben, auch bereit sind, durchzusetzen. Und wenn Sie sagen, ja, da war ja so viel Protest bei dem Regierungsentwurf, und dann haben die Abgeordneten der Koalition und insgesamt darauf reagiert, und wir haben dann 68 Änderungsanträge formuliert. Und das sei jetzt ein Skandal und das sei ein Zeichen, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Wäre für mich ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Deshalb sind wir hier, deshalb sind wir im Parlament, damit wir als Abgeordnete die Regierung kontrollieren und unsere Positionen mit einbringen. Kollege Schimmer, ein Thema, darf ich mal unterbrechen? Die Kollegin Röfer würde jetzt gerne eine Zwischenfrage stellen. Na, lassen Sie die zu. Ja, ja. Okay. Herr Kollege Schumacher, vielen Dank. Ich wollte nur Sie gerade fragen, ob Sie mich vielleicht missverstanden haben. Ich habe gesagt, dass die 68 Änderungsanträge ein Beleg dafür sind, dass der Entwurf Ihrer Regierung so schlecht gewesen ist. Also Sie haben ja vorher gesagt, dass der Protest, der zu diesen 68 Änderungsanträgen geführt hat, dass wir im Parlament darauf reagieren, als Volksvertreter hier im Deutschen Bundestag, dass der ein Zeichen dafür war, letztendlich dann mit den Änderungsanträgen, dass das Verfahren nicht in Ordnung war. Und beides gehört zusammen, dass wir eben auf das, was wir erfahren vor Ort und bei den Veranstaltungen transportieren in das Parlament. Und das führt zu Änderungsanträgen. Und das ist gelebte Demokratie. Ich hoffe, wir sind uns einig. Und ein Thema, das auch für mich dann eben schwer nachvollziehbar war, wir wollen natürlich von der negativen medizinischen Diagnose wegkommen, wesentlich behindert und dann in die Eingliederungshilfe und den neuen UN-Behindertenrechtsbegriff dann auch Konvention umsetzen mit dem neuen Begriff, dass eben Behinderung entsteht durch das, was dem Menschen angelegt ist, in Wechselwirkung mit den anderen Menschen und dem Lebensumfeld. Und das bedeutet eben, dass wir nach der UN und auch dann neuen Lebensbereiche definieren. Das finde ich nach wie vor richtig. Mobilität, Kommunikation, nicht Wissen, Lernen. Aber dann war für uns eben auch die Frage, und wenn dann bei 5 von 9 Lebensbereichen eine erhebliche Teilhabebeschränkung entsteht, dann Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe. Und ob diese 5, die war fachlich für mich und für viele andere nicht nachvollziehbar. Ob die gewürfelt war, ob die in goldenen Lettern am Firmament stand, ob die eine nächtliche Erscheinung. Da gab es eine mathematische Erklärung, es sind mehr als 50%. Das ist aber keine fachliche Erklärung. Und deshalb haben wir diesen Zugang geändert und werden das wissenschaftlich aufarbeiten in den Bundesländern, in den Regionen, um dann im Lichte der Erkenntnisse 2022, 2023 darüber zu entscheiden. Aber das Umsteuern auf einen anderen Zugang im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, das ist nach wie vor unser Ziel. Und ganz entscheidend war, dass wir auch den Schutz der privaten Wohnform weiter konkretisiert haben. Dass es eben heute Probleme gibt, dass Menschen in Heime abgeschoben werden und dass es auch heute einen Verschiebebahnhof gibt, der von Behinderteneinrichtungen in Pflegeeinrichtungen geht. Das wollen wir ändern. Deshalb haben wir nochmal auch in den Änderungsanträgen das persönliche Wohnumfeld, die Intimsphäre in besonderer Weise im Gesetz geschützt, stärker als es heute real der Fall ist. Und wer dieses Gesetz ablehnt, wer sagt nicht mein Gesetz, der lehnt auch ab, dass wir endlich ergänzend zu den Beratungsstrukturen, die wir in den Ländern haben, eine unabhängige, vom Bund finanzierte Beratungsstruktur schaffen.
Und ich weiß, in vielen Bundesländern, in manchen sind sie gut ausgebaut, da entwickeln sie sich. Es gibt aber auch Bundesländer, in denen eine Beratungsstruktur ebenso gut wie nicht stattfindet, wo man in die nächste Stadt fahren muss. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt mal flächendeckend aus Bundesmitteln mit 58 bis 60 Millionen Euro jedes Jahr eine solche ergänzende, unabhängige Beratungsstruktur für die Betroffenen und ihre Angehörigen geschaffen wird. Arbeit bricht den Menschen, und deshalb werden wir neben den Förderwerkstätten, die wir weiterhin brauchen werden, die wir aber öffnen wollen, die durchlässiger gestaltet werden müssen, in denen wir auch die Beschäftigten stärker mit Einkommen und mit Vermögensmöglichkeiten beteiligen werden, wollen wir ein Budget für Arbeit bundesweit etablieren, damit auch der Gang auf den ersten Arbeitsmarkt, der Weg auf den ersten Arbeitsmarkt etwas stärker unterstützt und organisiert werden kann. Wir haben eine sehr starke Kostendynamik derzeit in der Eingliederungshilfe, in dem 13.000 bis 15.000 Werkstattplätze neu geschaffen werden müssen, aufgrund von psychisch erkrankten, behinderten Menschen vom ersten Arbeitsmarkt. Und das sind alleine 200 Millionen Euro an Kostendynamik in der Eingliederungshilfe. Und wir wollen, dass sie eben über Integrationsfirmen, über virtuelle Werkstätten, über andere Maßnahmen möglichst nah am ersten Arbeitsmarkt auch weiter verbleiben können und dort intelligente Arbeitssysteme bekommen, die ihrer Produktivität dann wieder zugutekommen. Und das bedeutet auch, die Kostendynamik dort zu bekämpfen und anzugehen, wo sie stattfindet. Nämlich durch die Stärkung der Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben und Verwaltungen. Das sind die sozialen Faktoren, die wissen, wie man Gesundheitsmanagement organisiert nach chronischen Erkrankungen. Die wissen, wie man Frühwarnsysteme dann auch gegen Burnout und für psychische, seelische Erkrankungen schaffen kann. Und die sorgen mit dafür, dass eben in den Betrieben und Verwaltungen letztendlich dann mit Beratung, mit Unterstützung bei Anträgen, bei Krankheiten, bei Integrationsnotwendigkeiten, wie auch Inklusionsabteilungen geschaffen werden, die wissen, wie man damit umgeht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen mehr Freistellung zugestehen in dem Bundesteilhabegesetz, dass sie von bürokratischen Lasten entbunden werden. Da werden sie ergänzend unterstützt, dass auch ihre Stellvertreter aufgewertet werden, dass Qualifikationsmaßnahmen gestärkt werden und wir auch den Einstieg in eine Wirksamkeitsklausel bekommen, bevor sich ein Betrieb oder eine Verwaltung von einem Mitarbeiter trennt. Weil die zweite Kostendynamik, die besteht darin, dass wir 43% mittlerweile aller Frühverrentungen haben, die aufgrund von psychischen Erkrankungen in die Rente geht. Das heißt, nicht mehr die kaputten Knochen, nicht mehr Herz-Kreislauf, sondern psychische Erkrankungen führen bei 43% zu diesen Frühverrentungen. Und unser Schlüssel, hier anzugehen, ist die Stärkung der Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Verwaltungen. Wer nicht mein Gesetz sagt, der verhindert, dass bei den Einkommen, bei den Vermögen, bei den 70.000, die auf der Erwerbsarbeit sind, dass dort massive Verbesserungen stattfinden. Vermögen von 2.600 Euro derzeit auf 50.000 Euro, perspektivisch dann bis 2020. Dass die Ehepartnerinnen und Partner herausgenommen werden bei der Mitfinanzierung. Dass wir auch bei den 300.000 Menschen in den Werkstätten das Arbeitsfördergeld verstärken. Dass wir auch deren Recht auf ein Sparbuch stärken. Wer so etwas fordert, nicht mein Gesetz, da gibt den Menschen, die betroffen sind, kein Brot, der gibt ihnen Steine. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Gesetz heute verabschieden, dass wir einen Prozess starten. Wir sind nicht am Ende. Wir haben einen wichtigen Prozess, den wir mit dem Beteiligungsteilhabegesetz jetzt starten werden. Da werden Türen geöffnet, die Räume werden weiter ausgestaltet. Aber das Gesetz zeigt eine lebendige Demokratie mit vielfältigen Aktionen im Parlament und außerhalb des Parlaments, ein selbstbewusstes Parlament mit selbstbewussten Abgeordneten und dass die Teilhabe behinderter Menschen in allen Facetten des Lebens unumkehrbar von heute an und weiterhin vorangeht. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Kerstin Zack.